2. Februar 2014, Ausnahmezustand in New York. Wir sind auf dem Broadway, der für den Super Bowl heute Abend kurzerhand in Super Bowl Boulevard umgetauft wurde. Und das zu Recht, denn das, was hier abgeht, ist alles auf den Super Bowl zugeschnitten. Stars zum Anfassen, die Trophäe zum Bestaunen oder verschiedene Parcours zum Mitmachen. Eine 500.000 Besucher sind in New York und alle sind im Super Bowl Fieber. Der Super Bowl ist das Finale der US-amerikanischen Profi-Football-Liga, National Football League, kurz NFL. Der Super Bowl ist weltweit eines der größten Einzelsportereignisse und erreicht in den Vereinigten Staaten regelmäßig die höchsten TV-Einschaltquoten des Jahres. Diesmal ist das Finale in der direkten Nachbarschaft zu New York im MetLife Stadium in New Jersey, nur etwa 12 Kilometer von Manhattan entfernt. Von daher ist in diesem Jahr eben New York die Super Bowl-Hauptstadt. 82.500 Fans verfolgen im Stadion das Endspiel zwischen den Denver Broncos und Seattle Seahawks. An den Fernsehgeräten in den USA werden es sicher weit über 100.000.000 Zuschauer sein. Aber auch außerhalb der USA verfolgen unzählige Fans den Super Bowl. Bei uns übrigens in Deutschland ab 0 Uhr bei Sat.1. Bis zum Spiel aber vertreiben sich die Amerikaner die Wartezeit bei Spaß, Spiel und Spannung auf dem Broadway, Super Bowl Boulevard. Is NFL Draft.